Hallo und herzlich willkommen hier zu Die Sims 4 und Step for the Generation. Ja, das ist Step by Step für Die Sims 4 und ja, ich würde sagen, wir starten hier einfach. Ich habe uns schon mal so ein Grundstück hier rausgesucht in Parknähe und ja, würde einfach gerne mit euch hier ein bisschen vor mir hinbauen, was mir gerade so einfällt und was wir umsetzen können. Und ja, dass ihr nebenbei einfach nochmal mit mir die neuen Tools entdeckt, was man hier so nutzen kann und in welchen Situationen das Ganze denn so praktisch ist. Und ja, ich überlege gerade, was wir hier eigentlich bauen wollen. Ja, ist eigentlich eine gute Frage. Weil ich habe mir da jetzt überhaupt keine Vorstellung so richtig gemacht, was wir da bauen. So, ich baue jetzt einfach mal irgendwie munter vor mich hin. So. 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 Schick. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. So. So. Ja, ich muss gerade wirklich viel nachdenken, deswegen rede ich nicht so viel, beziehungsweise gar nicht. Weil ich habe mir jetzt überlegt, dass wir hier in der Mitte eine Terrasse machen, weil so ein Haus hatte ich schon extrem lang nicht mehr. Und wir das Ganze auch hier in weiß gestalten wollen. So. Und so. Tada! Schick, ne? Gut, und hier drüber würde ich einfach ein Dach ziehen wollen. Ich weiß nur noch nicht, inwiefern das dann gut ausschaut. Und muss jetzt erstmal gucken, wie ich das überhaupt machen will. So, pack mal einfach mal hier so eins hin. Dann ziehe ich es mal komplett hier rüber. So. Ah, vielleicht sollte es nur bis hier oder so ziehen. Weil irgendwie würde ich gerne hier so ein normales Dach drauf anpassen. So. Und es dann einfach mal hier drüber hauen. Das Problem ist, finde ich, bei The Sims 4, dass hier diese Dacharten so extrem verschieden sind, dass man einfach immer sieht, wenn dieses Dach halt irgendwie nicht richtig reinpasst. Man sieht immer diesen Abstand hier und das finde ich halt echt blöd, dass das so ist. Weil wenn ich das jetzt hier rausziehe, damit das überall gleich ist... Ups, mein Wecker. Upsi du. dann ist das halt irgendwie total ungünstig. Weil das sieht immer doof aus. Und das finde ich doof. Doof, doof, doof. Manu. Blödes Dach. So, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Weinen. Einfach weinen, weil ich ein vernünftiges Dach möchte. Drehen wir das doch einfach mal. Und schauen mal, was bei rumkommt, wenn ich das so hier hinbaue. So. Und so. Hauen wir das hier noch ein bisschen runter. Vielleicht sieht das auch ganz gut aus. Müssen wir einfach mal schauen. Ach nee, sonst reiße ich hier wieder ein bisschen öfter was ab. Ihr kennt mich ja. So, ziehen wir das mal hier rüber. Wo ist denn hier? Da ist er. So. So, bis hier und bis da. So, das ist irgendwie auch noch nicht die Höhe. Hä, und das ist wieder zu tief. Ist ja jetzt auch mal Banane, oder? Dass es da nicht übereinstimmt, was ist denn das? Nur weil der Winkel nicht hinhaut, das ist doch total blöd. Das finde ich ja auch mal wieder ungünstig. Hä? So. Jetzt haut's hin. Aber ich will es ja nicht bis hierhin haben. Also geht es nur, wenn es tiefer ist und nicht auf derselben Höhe. So.
Jetzt hat es nicht denselben Winkel, hat es denselben Winkel, aber nicht dieselbe Höhe, womit ich auch noch leben kann. Weil ich finde das eigentlich ganz cool. Ich meine, jetzt haben wir zwar nicht hier die Dachfunktion, die ich eigentlich gewollt habe, aber könnte ich jetzt auch noch mitleben? Irgendwie. Ach Mensch, das ärgert mich ein bisschen. Könnten es höchstens hier noch ein bisschen reinziehen. So. Ist ein bisschen zu viel vielleicht. So. Sieht aber auch irgendwie Banane aus. Ah, Menno. Das sieht alles doof aus. Wenn wir da irgendwie mit Säulen arbeiten, sieht das auch Banane aus. Ach, Menno. Ich will kein Haus, was Banane ausschaut. Wir könnten höchstens versuchen, das hier einzeln zu ziehen. Dann sieht das vielleicht weniger Banane aus. Wenn wir da so einfach Säulen anpassen. So, wartet mal. Gehen wir hier rüber. Ich mag die Kamerasteuerung irgendwie nicht. Das ist so schwerfällig immer. Machen wir hier mal bei Abstand 4. Abstand 4 und dann können wir da eine Tür reinhauen. So, wie schaut das jetzt aus? Weil dann haben wir da wenigstens so ein bisschen Unterstand und dann ist das auch okay hier für die Terrasse, oder? Ja, also ich finde das soweit ganz gut. Oder? Ich finde das okay. Ach je, was machen wir denn da für eine Dachfarbe drauf? Wir könnten das ja mal so blau machen. Ist vielleicht auch ganz cool. Das glänzt total, das Dach, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier für eine Wandfarbe nehmen. Ich hätte ja gern so ein bisschen Steinoptik. Aber hier gibt es ja nur drei Farben. Wahnsinn. So, das ist mir ein bisschen zu hell. Das ist mir auch zu hell. Hier gibt es kein richtig schönes, helles Dingel davon, oder? Das ist doch schon ein bisschen ärgerlich. Ach ja. Gehen wir vielleicht doch lieber wieder hier rüber. Ah, das sieht dann alles so blöd aus, wenn das alles so streifenmäßig ist. Und das finde ich nicht so hübsch. Das ist doch toll, total toll, ja. Schaut mal, das sieht doch total blöd aus. Wenn das so ein riesiges Steindingel ist. Ach, Menno. Ich will doch nur einen Anstrich, der gut ist. Aber hier gibt es keinen Anstrich, der gut ist. Und sowas ärgert mich. Sowas ärgert mich sehr, ehrlich gesagt. Wenn wir das braun machen, sieht auch komisch aus. Ich würde es jetzt einfach so machen, weil wir das da oben auch schon so halbwegs blau haben. Da macht das Blau-Grau hier auch keinen Unterschied mehr. So, haben wir jetzt alles getroffen. Sehr gut. Dann können wir ja hier mal ein Bild runtergehen. Und ich überlege gerade, ob wir unsere Säulen so einfach lassen oder da noch ein bisschen Raum eröffnen. Aber ich glaube, wir lassen die Säulen so, sonst sieht das nachher so Banane aus. Gut, finden wir einfach eine passende Tür und ein paar passende Fenster. Ich glaube, damit ist uns schon mal ganz gut geholfen. Das sieht aus wie so eine Einkaufstür, deswegen will ich die da irgendwie nicht reinsetzen. Wie breit ist die? Das ist nur so eine normale Breite. Ich hätte halt schon gerne so eine Doppelbreite, aber wie gesagt, das sieht aus wie so eine Industrietür. Und wer will schon eine Industrietür, oder? Das sieht doch merkwürdig aus. Ich nehme jetzt einfach das Blau hier, ist mir egal. So.
Und das nehme ich dann auch nochmal für hier oben. Whoopsie. So. Dann kann man hier wenigstens auch die beiden Teile über die Terrasse betreten. Für die Terrasse brauchten wir auch irgendwie noch einen Fußboden. Mal gucken, wie es jetzt hier so mit Stein und Mauerwerk aussieht, ob wir da mal was Passendes finden. Nee, das ist irgendwie zu hell. Ich hätte es gerne irgendwie weißer. Haben wir das nicht weißer? Das ist auch so braun. Das ist alles nicht weiß genug. Oder das sieht doch total bräunlich aus und nicht weiß. Hä? Das verstehe ich nicht. Oh nein. Und es sieht aus wie grün. Das ist doch nicht normal, oder? Was haben wir hier eigentlich? Nacht, Morgen, Nachmittag, Abend. Ja, toll. Hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht irgendwie. Ich packe jetzt einfach mal das hier hin und schau mal, wie das in den Farben so ausschaut. Ist schon irgendwie komisch, oder? Das sieht mir einfach merkwürdig aus. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so. Weil ich der Meinung bin, was Besseres finde ich jetzt hier sowieso nicht. Obwohl, das vielleicht. Machen wir das mal weg. Ups, nee, so. Und packen das hier mal hin. Gut, gut, gut. Ja, wenn man jetzt hier so ein bisschen rumkommen würde, wäre es da schon mal was wert. So. Gut, dann suchen wir uns mal ein paar Fenster aus hier. Was können wir denn dann nehmen? Da hatten wir jetzt uns das war jetzt blauer ausgewählt. Ich glaube, da sind die Fenster eigentlich wie geschaffen für. So. Das ist auch noch die richtige Höhe. So. Ja, überlappen wir das einfach mal. Sieht vielleicht nicht so Bombe aus, aber mein Gott. So. Und dann noch hier und hier. Ich muss das mal hoch machen, damit ich das besser sehe. Ja, das sieht schon irgendwie merkwürdig aus, ne? Verschieben wir hier einfach mal um eins. So. Das sieht alles irgendwie komisch aus. Du da, hey. Ja, ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute Variante. So. Dann bauen wir mal hier einfach noch so das spaßeshalber Fenster ein. So. Und so. Du. Da rein und hier rein. Und dort. Und dort. Und hier. Juhu. So. Hier mache ich jetzt einfach mal so frei nach Schnauze. Weil wir noch überhaupt nicht wissen, wie die Räume denn dahinter aussehen werden. So. 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 Yay, wir haben Fenster. Gut, da würde ich jetzt auch noch eins reinhauen. So. Könnte man eigentlich noch gut als Raum da oben nutzen, ne? Aber ich glaube, das wird eher so ein hypothetischer Raum, weil er doch sehr winzig ist. So, wo bauen wir dann jetzt hier die Treppe ein? Das wird auch nochmal eine ganz gute Frage. Ich glaube, ich hätte gerne die hier. Aber dann in weiß, weil mir das Blau ein bisschen zu viel ist. So. So. Ich muss mal gucken, wie das oben ausschaut. Ach, da sind wir jetzt hier. Okay. Ziehen wir das mal noch auf die Breite.
Dann würde ich aber auch nur hier die Treppe lassen und würde es einfach hier als Durchgang nehmen, dass wir da jetzt nicht 10.000 Treppen verbauen. Das fände ich nämlich auch ein bisschen doof. So, und ich wollte noch gucken, was wir hier für Geländer haben. Weil wir haben jetzt doch eine relativ schwebende Treppe hier. Ja, das würde ich eigentlich so lassen. Weil das haben wir jetzt auch schon draußen gewählt. Dann spiegelt sich das wenigstens ein bisschen im Haus wieder, oder? Sehe ich das falsch? Hm? Sagt es mir. So. Jetzt machen wir das mal als Flur. Und dann haben wir hier noch ein schickes Zimmer. Wo wir... Jetzt haben wir da gar kein Fenster drin, ne? Das ist blöd. Dann machen wir das mal zurück. Und machen das mal hier rein. Und dann haben wir da wenigstens das Fenster und hier keinen direkten Zugang irgendwie auf die Ebene. Seht ihr, hier haben wir auch gar keine Fenster drin, ne? Habe ich das übersehen? Oh nein! Machen wir hier mal zwei Fenster rein. So. 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 Fenster! Ja, sehr gut. Kann wenigstens keiner weiter reingucken. Und hier drüben können wir das dann auch nochmal super in zwei Räume aufteilen. Praktisch zwei Schlafzimmer, wenn man das so will. Das Problem ist jetzt einfach wieder die Sache mit den Fenstern. So. 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 Tada! Gut, ne? Da kann da ein Badezimmer rein und hier zwei Schlafzimmer. Weil dann hat das Haus wenigstens drei Schlafzimmer und hier unten können wir den Rest reinpacken. Und zwei Bäder hat es auch schon. Cool, ne? Gut, machen wir einfach mal weiter. Weil dann würde ich jetzt hier die Küche hinmachen. So. So. Das fände ich nämlich ganz gut. Und hier würde ich ein Badezimmer machen. Entschuldigt. So. Wollen wir hier einfach so ein offenes Wohnzimmer machen? Oder eher nicht? Eher hier hinten das Wohnzimmer. Gut, ich mache jetzt einfach hier hinten das Wohnzimmer rein. Und ja, was ich hierhin mache, weiß ich nicht. Machen wir hier mal so ein Flur irgendwas. Und hier lasse ich mir noch was einfallen für das Zimmer. So, dann haben wir hier soweit erstmal ein Häusle. Da brauchen wir dann noch ein paar Türen. Da würde ich jetzt aber ganz normale Türen einfach nehmen. Hier diese gebogenen, obwohl die sind ganz schön breit, ne? Wenn wir das einfach nehmen, ist auch ausreichend. Da machen wir einen Bogen rein. Da auch. Machen wir da so die Tür. So, genau. Und hier machen wir mal auch so die Tür rein. So. Ach ja, hier haben wir noch das Badezimmer. Ja, so. Und... ja, machen wir hier eine Tür. Ich habe jetzt erst überlegt, ob wir das von beiden Seiten zugänglich machen sollen. Dann dachte ich mir, so sparen wir wenigstens eine Tür und dann ist auch okay. Gut, ich würde gerne die Wandfarbe auch noch hier in den Säulen reinstreichen. Ups, gehen wir nach oben hier. So und so. Sehr schön, dann haben wir jetzt die Türen. Und wir haben die ganze Raumgestaltung im Sinne von Aufteilung. Ah nein, die Rahmen brauche ich noch. Ich wusste doch, irgendwas fehlt jetzt hier noch. Du hast doch noch was anderes erzählt. Hier die Flügeltüren könnten wir auch nehmen. Das wäre auch cool.
Wenn wir jetzt hier nicht mit den Bögen kommen. Yay, das finde ich auch gut. Wisst ihr? Weil dann hat man hier wenigstens die große Tür und das ist auch super. Ich finde auch immer den Schimmer darunter ganz cool, oder? Das war jedenfalls die erste Folge von Step for the Generation. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so findet, wenn ich einfach mal baue und drauf losquatsche, was mir gerade so einfällt. Oder ich einfach mal schweige, weil ich überlege. Ja, ich würde sagen, nächsten Samstag geht's hier dann weiter. Und dann lade ich euch auch recht herzlich dazu ein, mir hierbei zuzuschauen. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Ideen für das Haus habt, schreibt's doch gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, schöne Woche euch und bis zum nächsten Mal. Bye!